Hallo, liebe Tanzfreunde. Mein Name ist Zeynep. Ich bin ehemalige Balletttänzerin und Diplom-Tanz- und Ballettpädagogin. Ich unterrichte in Zürich und Umgebung an diversen Schulen und auch als privat klassisches Ballett, Spitzentanz, Stretching, Body Condition und Floor Bar. Wir werden heute in den nächsten 45 Minuten eine Floorbar-Stunde gemeinsam ausüben. Das ist eine Technik, das grundlegende klassisches Balletttraining am Boden, was halt am Boden gemacht wird, dass es am Stehen gemacht wird, dass es dann alles auf den Boden dann gelegt ist, dass es dann einfach zum Boden getragen wird, rübergetragen wird. Und das ist ein auch ja, Krafttraining, das den Körper formt. Und dabei, wenn man einen schonenden Training machen möchte oder lange Zeit verletzt war und dann nochmal aber mit Ballett einsteigen will oder nochmal tanzen will, oder man aber sich einfach vor einer Ballettstunde richtig tief aufwärmen will, kann man die Exerzise anwenden. Dann geht es auch darum, dass man es ganz einfach zu Hause oder aber auch im Studio machen kann. Und für alle Altersgruppen ist es geeignet, das ist möglich, dass man dann einfach dabei sein kann. Und von 7 bis 70 können alle dann mitmachen. Und ich wünsche euch viel Spaß und Freude beim Zusammentrainieren. Wir fangen jetzt in Parallelposition. Die Füße sind ein bisschen auseinander, also nicht zu viel, nicht zu wenig, sondern ein bisschen auseinanderstellen. Und dann werden wir mit einem Roll-Down, also mit einer Warm-Up-Übung anfangen. So, jetzt gehen wir los. So. Füße richtig schön stabil halten, Rücken aufrichten und mit dem Kopf fangen wir an. Und 8 Seiten rollen wir down. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und jetzt alles loslassen, schwer machen, richtig fließen lassen, ne? Fließen gehen, schwer machen. Und sich auch ein bisschen nach rechts und links schaukeln lassen. Und nichts anspannen, alles schwer, alles unten. So, Hände am Boden. Wir beugen unsere Knie ein bisschen und strecken. Bitte alles parallel, Kniescheibe schaut nach vorne. Und Plié. Und wieder strecken. Und jetzt, wir gehen nach vorne. Also versucht ihr, eure Handfläche am Boden zu lassen und die Ferse auch möglichst, wenn es geht, am Boden flach. Ne? Und Knie gespannt, aber wenn es nicht geht, ihr könnt auch Knie klein bisschen beugen. Das ist möglich, gespannt ist möglich. Alles möglich, je nach, wie es für euch einfach zu machen ist. Alles durchstrecken, stretchen und jetzt allmählich gehen wir wieder zurück zu Füße. Und jetzt halbe Spitze, setz ab. Wieder alles parallel, dass wir ein bisschen halbe Spitze ausprobieren und dann wieder Ferse absetzen. Nochmal, halbe Spitze und ab. Noch ein letztes Mal bitte halbe Spitze und ab. Jetzt, wir gehen nach rechts, ein Knie beugen und in die Mitte zurück. Andere Knie links beugen. Und dann wieder zurück. Noch zweimal bitte. Rechts, das ist die Gewichtverlagerung. Mal nach rechts und mal nach links. Und jetzt wieder gehen wir nach links. Und wir heben den Arm hoch zum Luft. Ihr könnt in die Hand schauen, müsst ihr aber nicht. Ihr könnt auch zur Seite gucken. Und wieder Hand zurück zum Boden. Und wir gehen nach rechts. Und den linken Arm hochziehen, schauen. Oder seit oder hoch und dann wieder zurück in die Mitte. So, jetzt wir kommen hoch.
Rücken lang. 90 Grad, wenn es geht. Wenn nicht, es kann auch höher sein. Und ihr könnt auch ein bisschen Knie lösen, ne? Plié machen. In dem Sinne. Aber es geht darum, dass ihr euch wirklich richtig durchstreckt. Nach vorne und seit. Arme gehen seit und dann wieder vor. Und dann das bitte mit Plié. Knie beugen. Und streck. Nochmal Plié. Also ihr schaut zum Boden und jetzt lasst alles nach vorne wieder fallen und wir kommen mit 8 Seiten hoch. Kopf kommt als letztes hoch und ein bisschen Füße schließen und jetzt Arm von vorne nach hinten und von hinten nach vorne und mit Schulter schließen und links und nach hinten und wieder nach vorne. Und mit Schulter schließen. Nochmal von hinten weit nach vorne. Von vorne weit nach hinten. Und lösen. Ziehen. Bitte die Hüfte ganz schön parallel lassen und nicht drehen. Und jetzt nochmal Plié. Weiche. 4-mal Plié. Knie gucken nach vorne. Und die Ferse gehen nicht hoch. Ja? Also ihr müsst die Ferse gar nicht heben. Und beide Arme hoch, ziehen, 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 weit nach oben. Und jetzt von da geht ihr nach vorne. Wieder gespannt. Kopf, Popo und Schulter in eine Höhe. Nicht tiefer und nicht höher bitte, ja, dass es einfach ausgedehnt alles ist. Und dann wieder lösen alles. Und hoch, hoch, hoch. Hoch und probier mal eine kleine halbe Spitze noch, dass ihr vielleicht eure eigene Balance aussucht. Wenn es geht, prima, ihr könnt länger oben bleiben, wenn nicht, aber ihr könnt auch langsam Ferse absetzen und runtergehen. Es ist alles variabel. Okay, schüttet alles aus und wir gehen jetzt zum Boden. Okay, so. Jetzt mit der zweiten Bewegung. Wir sind einfach am Boden. Und so. Jetzt, die Füße sind vorne, durchgestreckt. Und die Arme seit. Also ihr könnt die Arme eigentlich hier lassen, da lassen oder vorne. Das wäre vielleicht einfachste für Anfang, he? Aber das ist auch möglich. Das könnte vielleicht problematisch sein, ein bisschen mit dem Schulter. Schauen wir mal. Okay, rechter Fuß macht Flex, Point, Flex, Strecke. Nochmal rechter Fuß macht das gleiche bitte und ganz gerade sitzen, Rücken schön aufgerichtet halten, links, halbe Spitze, Spitze, halbe Spitze, Strecke. Nochmal links bitte. Hoch, andere Fuß bitte nicht lösen, Knie und Fuß schön gespannt lassen. Mit beiden Füßen bitte weiter. Hoch und streck. Wieder halbe Spitze, weit hoch Spitze, das ist Flex. Und das ist halbe Spitze, spannen. Jetzt ein Fuß, Flex and Point. Wieder rechts, Point, links. Hochziehen, Knie nicht lösen, nicht klein werden, anspannen den Körper. Und nicht nach hinten ausweichen bitte. Hoch, tief, hoch, tief, hoch und jetzt da bleiben, hoch, 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 hoch die Körper. Jetzt wir gehen mit Flex und zum Turnout-Position, was wir danach für Ballett auch wirklich benötigen. Das ist wichtig. Und noch einmal Flex und Turnout-Position, achtet darauf, dass Knie nicht gelöst sind, dass da kein Licht zwischen beide Beine. He? Hoch und turn, 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 Füße und wieder zurück zur sechste und Nacken frei, langer Hals, hoch und turn und wieder zurück und jetzt wir machen das reverse und turn. Turn out,
wieder zu. Turnout, zu. Das sind die Abduktoren, dass es einfach von innen nach außen gedreht sind, gedreht werden. Das sind die Rotationen, was danach auch für alle Ballettexerzise wichtig sind. Und eins, zwei, hoch. Wir malen einen Kreis, dass es sich von außen nach innen dreht. Und dass ihr immer noch ganz schön wach und oben seid und nicht euch einfach gehen lässt. Hochziehen. Und jetzt Arme hoch und bitte macht euch nach vorne richtig schön. Ganz weit nach vorne klein. Quasi, dass ihr dann spürt die Nase zwischen den Knien. Und lösen. Okay. So, mit dem, also mit dem gleichen Musik machen wir nochmal. Okay, so, jetzt, liebe Tanzfreunde, von dieser Position, wir machen Passe. Und wir stecken den Fuß, Turnout. Und vom Passe wieder Turning und nach vorne öffnen, führen den Bein und links ganzen Fuß und dann gestreckt, nicht nach hinten fallen, wenn es geht und seit öffnen, aber die Hüfte absolut parallel, Hüfte schaut zum Himmel und jetzt nochmal eins, zwei, strecken, andere Fuß nicht vergessen unten, Turn. Und wieder führen. Bitte links. Ganzen Fuß am Boden und jetzt wird gespitzt. Und drehen, 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 soweit es geht. Und hoch und strecken. Jetzt. Wir fangen wieder mit Andeor an. Das ist Turnout und Turn-in. Das ist Andeor und mit Andeor nach vorne. Wieder Passé, wieder parallel und wieder drehen, 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 drehen und das Bein nach vorne. So, zusammenziehen und bleib da und wieder schön wachsen und nach vorne führen, strecken und noch einmal ziehen. Ganz schön zu sich nachholen die Beine, aber nicht forcieren. Also ihr müsst nicht extra etwas mit den Beinen machen, nein. Also das nicht, das ist überhaupt nicht nötig. Einfach ziehen, was unsere Körper uns einfach alles so erlaubt. Ja? Und spannen und nochmal ziehen. Und jetzt könnt ihr beide Füße zusammen Ferse schließen. Die Hände über die Füße und drückt die Beine. Und dabei groß. Richtig schön hoch sitzen. Also das ist ja nicht, was wir wollen. Und tief und federn und federn und federn. Brustkorb schön offen und aber Rippen nicht raus. Und jetzt von da geh vor. Wenn ihr eure Ellbogen nach vorne einfach, also zum Boden lässt, das ist dann vielleicht einfacher. Bleib da und für Bounces. Und jetzt, wir kommen allmählich hoch. Und jetzt die Arme wieder zur Seite, aber wir bleiben in dieser Position. So, wachsen. Schön offen lassen die Beine, wie ein Buch, das man aufgefaltet hat. So richtig. Wir gehen jetzt mit dem linken Arm nach rechts. Und federn, federn, so richtig. Die weitesten Punkt versuchen wir zu erreichen. Hä? Quasi. Und von rechts gehen wir nach links. Weiter, weiter. Und wir können nach vorne zum Publikum schauen. Und nochmal von links nach rechts. Tief sein. Und jetzt vor. Andere Seite. Und wieder hoch. Und von rechts nach links. Und jetzt roll, 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 roll. Und wieder wie ein Ball
Und jetzt ziehen. Ihr forciert jetzt mal ein bisschen mehr, dass ihr richtig hoch wieder sitzt. Und noch ein letztes Mal nach vorne. Den Stretching, das ist unsere letzte. Dann, ja. Punkt, was wir erreichen wollen, dass wir ganz tief unten sein möchten. Und jetzt wieder hochkommen. Und jetzt wieder nach vorne, die Beine. Liebe Tanzfreunde, also wir sind in erster Turnout-Position und wir üben jetzt beide zusammen übereinander. Das ist unsere fünfte Position. Erste. Jetzt links kommt drauf. Beide und erste. Wieder rechts oben, Knie gespannt, unten. Links oben und machen wir ein bisschen schneller. Eins, zwei, sehr gut. Drei und nicht loslassen, dass ihr einfach kleiner wird und euer Atem nicht stoppen. Und ziehen. Und halten links oben und rechts oben. Und links oben und jetzt mit Flex nach vorne. Unterteil des Fußes könnt ihr fangen und dann wieder die Federung weiterführen. Aber ihr könnt das auch in Point, in gespannte Position machen. Und ihr könnt wieder hochkommen, noch einmal wachsen, aber dann noch einmal, dass ihr euch nach vorne gibt. Tiefer, tiefer. Tiefer und Arme seid und lasst alles einfach wieder mal locker und schüttelt ihr die Beine aus und die Arme einfach stretching und mit dem gesamten Körper halt. So. Jetzt haben wir unsere Arme. Wie ihr das auch so hört, man kann das mit ganz unterschiedlichen Musikarten machen. Also man kann mit Pop, Hip-Hop, klassisches Musik, mit Techno, alles. Ich meine, was vielleicht einfach zu hören, zu zählen ist, vielleicht fürs Anfang und danach vielleicht nicht mal das wird es gebraucht. Nötig sein. Also ihr könnt wirklich zu Hause mit vielen Musikarten das anwenden. So, jetzt. Wir sind entweder im Schneidersitz oder im Froschposition, je nachdem, wie es euch recht ist. Und jetzt, die Arme sind in der Erste. Das sind Balletts, grundlegende Ballettpositionen, Ballettarmpositionen. Und die Rücken wieder lang. Richtig nicht fallen, sondern sich weit nach oben hochziehen und Schulter öffnen und von da, wir gehen aus der ersten Position mit rechter Arm in die Luft. 5, 6, 7, 8 und rechts und zu. Nochmal rechts und zu. Links, hoch, hoch. Vor dem Bauchnabel habe ich meine erste Position für Arm. Vor dem Bauchnabel. Nochmal rechts und links. Und rechts und links. Nochmal beide. Und das ist dritte Position oben und das ist erste Position. Jetzt wir gehen zur Seite und zu. In die erste. Das ist zweite Position zur Seite und wieder erste. Zweite, zweite, erste, erste. So, jetzt beide auf und beide zu. Beide auf, beide zu. Wir gehen weit nach vorne, als ob wir etwas öffnen würden und dann wieder aber die Arme zu sich holen, aber nicht zu eckig, nicht zu klein, nicht zu kurz, sondern da ist eine, wie eine große Pilatesball, dass es einfach da reinpasst. Und jetzt hoch. Vorderbra, dritte Position und zweite und wieder dritte
und zweite. Und wieder hoch, dritte und erste. Zweite, erste, zweite Position, erste. Jetzt, wir machen eine volle Port-au-Bras. Und Kinn ein bisschen hoch. Und jetzt da halten. Und wir bleiben da. Die Beine sind vorne ausgestreckt. Und wir machen eins, zwei, vorne. Hoch, seit. Und weit nach vorne. Erste Position führen. Dritte und zweite. Vor. Und hoch. Und nehmen beide Beine zu sich nah. Füße strecken, Knie, Ferse, alles geschlossen. Und jetzt Arme wieder zur Seite und wir sind in Turnout-Position. Und jetzt, wir gehen mit beiden Beinen seit und zu, seit und zu. Wir spreizen die Beine bewusst ein bisschen aus. Ein bisschen größer und schneller. Also es muss keine große Winkel sein, wie viel ihr dann öffnen könnt. Hä? Und nicht forcieren, nicht immer hin und her, nein. Also dass ihr einfach ganz stabil oben seid und die Beine allein dann seit und vor reisen. Auf, zu, auf, zu, auf, zu, auf, zu, offen lassen. Nicht forcieren. Das ist dann mein letzter Punkt mit dem Winkel. Und wir gehen nach vorne. Ihr stretcht euch nach vorne. Ihr könnt auch mehr oben sein, je nachdem, wie weit ihr dann eine Möglichkeit habt, runterzugehen und Füße strecken. Aber ihr könnt auch Füße in Flex lassen. Das ist auch absolut okay. Und da unten bleiben. Und wir rollen allmählich hoch. Füße strecken. Schließen. So. Liebe Tanzfreunde, wir werden uns jetzt langsam zum Boden geben. So, wir sind da. Alles parallel und Füße, Knie gestreckt. Fußspitze wirklich, also die Füße sind wirklich gespitzt. Die Hände können am Boden, mit Handfläche am Boden sein. So, jetzt wir haben Passe rechts, wie wir am Sitzen gemacht haben. Turnout und Turning und wieder vorne führen. Nochmal rechts, unteren Fuß nicht vergessen und Kniescheibe möglichst unten, aber nicht mit dem Hüfte etwas tun. Das ist einfach, die Hüfte sich nicht bewegt, das ist super wichtig. Und linken Bein zum Kniescheibe ziehen, das ist Passé, Retire Passé, parallel. Und wir kommen wieder zurück und nach vorne führen das Bein. Nochmal hoch. Und öffnen, öffnen, öffnen und wieder zurück. Jetzt, wir machen alles an der Ohr, das heißt rechts Turnout und Turning. Und wieder Turnout und vorne führen den Bein. Links, passe an der Ohr, ande dann und wieder an der Ohr. Also jetzt machen wir mit beiden Beinen zusammen eins und turn, Ferse im Luft, Füße gestreckt. Wir lassen die Füße nicht locker, nein, die sind immer noch angespannt und ziehen, führen, 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 führen und nochmal hoch, passe. Auf und wieder hoch und strecken. Stopp, wir müssen die Musik wechseln, sorry. So. So. Wir sind wieder am Boden. Wir sind da.
Und jetzt, bitte machen wir nochmal beide Beine zum Retire Passé. Turn out. Und turn in. Und streckt ihr aus. Ihr könnt mit dem Kopf nach oben zum Himmel schauen, ihr könnt zur Seite. Hauptsache, dass ihr mit Schulter nicht etwas macht. Das ist alles flach, alles einfach richtig fest auf dem Boden. Und die Handflächen sind, wie gesagt, ganz ruhig am Boden. Füße gestreckt und andeor retire passe. Und nach innen. Und wieder nach außen drehen die Beine und strecken. So, jetzt rechten Bein hoch und links auch. Und wieder rechts runter, links auch. Nochmal, rechts hoch, links kommt dazu. Rechts runter, 90 Grad, richtig schön zeigen. Und jetzt nochmal rechts, links und wieder rechts nach unten und zu. Jetzt versucht beide Beine gleichzeitig zu heben und 90 Grad, nicht höher. Füße und Hüfte in eine Reihe und allmählich runter und nochmal hoch. Bauchmuskulatur ist da natürlich super aktiv und wach und lässt sich einfach nicht weich werden. Und jetzt pass auf, wir gehen zur Seite. Das ist diese Seite. Liegestütz, also wir können so bleiben mit den Armen, aber ihr könnt auch vollkommen flach liegen. Mir ist es das ein bisschen angenehmer und die Beine sind auch absolut gestreckt. Ne? So, da sind wir jetzt. Ihr könnt vorne gucken, ihr könnt zur Seite schauen. Das ist ein bisschen individuell, das ist aber alles absolut in Ordnung. So. Passe. Développé. Und schließen. Nochmal heben. Ab. Retire passe. Unten Fuß nicht vergessen zu strecken. Es ist immer noch aktiv. Ab. Hoch. Ab. Nochmal. Retire passe. Unten Fuß ist wach. Und ihr könnt zu Fuß auch schauen und ein schönes Blick halten. Hoch. Ab. Jetzt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Jetzt legt euch nochmal und nochmal mit dem linken Bein. Eins, zwei, das sind Grundbattements. Drei, vier. Und jetzt wir werden hochkommen und unsere Seitenwechsel haben, weil wir alles jetzt mit dem rechten Bein weiter zur Seite machen möchten. Füße strecken und passe und hoch und runter. Nochmal hoch, ab. Passe, retire bis zum Kniescheibe, hochkommen und langsam führen und hoch, ab. Nochmal. Retire passé, eins, hochziehen, zwei, und schließen, drei, und hoch, vier. Jetzt lass uns viermal Grand Battement von da aus machen, bitte. Hände flach, eins, zwei, drei, und vier. Und legt euch jetzt mit dem gesamten Körper weiter nach hinten. Und wir machen jetzt mit dem rechten Grand Battement, eins, zwei, drei, vier und jetzt mit beiden Beinen hopp, runter und hopp und runter. 90 Grad ist unser Schlussstrich, da stoppen unbedingt und jetzt stehen und ziehen die Beine und holen die Beine und jetzt öffnen und wir gehen mal mit beiden Beinen nach links und hoch. Mit beiden Beinen nach rechts. Euer Rumpf macht sich unheimlich lang. Es kann sich auch so ein paar Knacks geben. So seit
und Schulter möglichst nicht mitnehmen, am Boden liegen lassen und hoch und nach vorne. Streck, 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 streck die Beine und könnt ihr langsam hoch und wieder nach vorne schauen. Noch ein bisschen können wir mit Amerikaner, also mit Seitwärtsspagat, noch einmal gehen und seit und jetzt. Ihr drückt gesamten Körper mit den Beinen nach vorne. Ihr könnt auch das mit einer Hand vorne und andere Hand hinten machen und dann Popo hochheben, tragen und dann zum Boden lassen. Und nochmal hoch, zum Boden lassen. Und dann nochmal hoch, dass es jedes Mal aber ein bisschen mehr und mehr wird, dass ihr ein bisschen weiter nach vorne zu diesem 180-Grad-Linie kommt. Aber das muss natürlich nicht unbedingt sein. Ihr könnt das auch kleiner machen, weil es darf hier nicht brennen. Es darf hier auch nicht wehtun. Aber ich möchte ja jedes Mal oder jede Unterricht ein bisschen weiter auseinanderkommen mit den Beinen. Ne? So, und hier letzte Schlussstrich nehmen wir an. Und von hier geht ihr jetzt, wie im Froschposition seid, dehnt, dehnt, dehnt. Also richtig seitwärts, nicht vorwärts. Macht euch nichts zu. Und jetzt von rechts nach links. Geh, geh, geh. Und hoch. Jetzt wir machen ein Roll. Seit, vor, seit, links und hoch. Von rechts nach links. Und Roll. Und von rechts wieder hoch in die Luft kommen. Und lass alles entspannen und release. Eine kleine Pause und jetzt machen wir einen kleinen, eigentlich nicht kleinen, sondern so richtig legen wir am Bauch und wir üben so. Genau. Wir legen uns diesmal am Bauch. Die Arme können da sein. Können da sein. Da sein. Ja. Das sind die ideale Armpositionen. Beine gestreckt, Popo fest, Knie gespannt. Und ihr könnt mit dem Stirn am Boden sein, müsst aber nicht. Ihr könnt auch Kopf so lassen, im Luft bisschen. So, jetzt. Rechte Bein macht Passe. Und hoch, das ist parallel. Und wieder Passe und führen. Jetzt links. Und Passe hochziehen und das Bein hochtragen in die Luft. Und wieder runter Passe machen, unten Fuß immer noch gespannt lassen. Und jetzt beide Beine ziehen. Und hoch, wie weit ihr die Beine heben könnt, aber strecken. Jawohl, wie ihr das so schön seht. Und führen vor. Bitte macht ihr nochmal mit beiden Beinen. Füße berühren sich. Hoch. Und tief. Und strecken. Jetzt. Rechts hoch, links hoch. Rechts runter, links runter. Rechts hoch, rechts, links. Nochmal. Ihr könnt die Füße auch ein bisschen auseinander lassen, müsst ihr aber nicht. Ihr könnt auch absolut in die Sechste schließen. Das oder das ist euch überlassen. Nochmal. Rechts. Links, rechts, links. Nochmal. Hoch, hoch, hoch. Jetzt mit gleichzeitig bitte. Hoch, ab. Hoch, ab.
hoch, ab, hoch, ab. Letzte zwei, sechs, sieben, acht. Roll hoch. Kopf nach vorne, Kniefüße gestreckt und nach vorne schauen. Und langsam sich wieder nach vorne anspannen. So, wir gehen zurück und macht euch einfach locker. Also, ich bedanke mich ganz herzlich. So, sorry. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass wir heute zusammen trainieren könnten. Und ich hoffe, dass ihr Spaß gehabt habt. Ich hoffe, damit wir eine kleine Zusammenfassung vom Floorbar hier heute schaffen könnten. Ja, wir sehen uns irgendwann vielleicht mal nochmal. Tschüss.